Hi Leute und willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Heroes. Ja, ich habe mich ja im letzten Part dazu entschieden, dass ich nicht auf meinem privaten Server spielen werde, sondern dass ich tatsächlich auf unseren PvP-Server gehe. Das habe ich dann auch gemacht. Es ist auch eigentlich alles soweit gleich geblieben. Wir schauen es uns aber sofort an und dann habe ich geplant, dass wir uns heute vielleicht um die Zauberei kümmern, weil wir die ja brauchen für Liu Fei. Genau, und mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Wir starten also rein. Viel Spaß euch und let's go! Ja Leute, und wie ihr seht, es hat sich tatsächlich nichts verändert. Ich habe es 1:1 so nachgebaut, wie wir es auch auf dem anderen Server hatten. Ja, ich habe dann gestern in Sepamero natürlich auch einen Kämpfer geholt und ich hatte Glück, es war tatsächlich auch ein Kämpfer 3. Den kann ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Und was ich noch gemacht habe, ich habe einen Stall gebaut, den konnte ich ja lernen mit Level 15 und habe uns auch ein Pferdchen besorgt. Das nehmen wir auch gleich mal mit und können ja beides schon mal aufstellen. So, einmal da und einmal da. Dann komm mal her, du Plünderer-Typ. Und unser Pferd. Cool, dann haben wir die beiden auf jeden Fall schon. Ihr könnt mir natürlich sehr gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben für unseren Krieger sowie für unser Pferd, damit wir einfach auch coole Namen für die zwei haben. Jetzt gucken wir mal, was hat er denn dabei? Stählener Kriegshammer. Das passt soweit. Dann kriegt er mal hier die restliche Schleimsuppe zu essen. Unser Pferd braucht erstmal nichts. Und Leute, wisst ihr, was mir eingefallen ist? Ich glaube, dass es ab Level 20 war, dass man Sättel machen konnte. Ich hoffe, ich irre mich. Ach so, Attribute können wir auch noch zwei vergeben. Die stecken wir mal in die Kompetenz. Und dann unter Überleben haben wir doch hier unten... Nee, unter Rüstung war es. Haben wir doch hier den Sattler. Und der ist ab Stufe 20. Das ist total bescheuert. Warum kann ich zu fix nochmal mir ein Pferd machen im Stall mit Level 15, aber dann noch keinen Sattel? Das ist natürlich richtig belastend. Dann überlege ich mir, ob wir das heute machen mit der Zauberei, denn der Weg ist ja eigentlich schon lang. Jetzt haben wir es Nacht. Ich war dann auch nochmal in Sepamero und habe die Kisten durchsucht, weil ich natürlich jetzt hier in der Kiste nichts mehr habe. Bisschen gefarmt habe ich und ich habe dann hier auch wieder ein paar Sachen gefunden. Leider diesmal keine Fesseln, deswegen musste ich mir die Faserfesseln herstellen. Aber ja, hier so ein paar andere Sachen, unter anderem auch die perfektionierte Axt, die ich hier habe. Ich denke, damit sind wir aber erstmal ganz gut bedient. Und wisst ihr, was ich unbedingt machen wollte? Ich muss kurz Steine abbauen, denn ich habe euch ja gesagt, die eine Stelle bei Sepamero, da konnte man früher nicht drauf bauen, beziehungsweise nur an so einem ganz kleinen Fleck. Und da will ich jetzt eigentlich mal ganz kurz hindüsen. Deswegen brauchen wir ein bisschen Holz. Und da düsen wir jetzt hin und gucken, ob es tatsächlich geht, dass ich da baue. Denn einer von euch hat mir geschrieben, dass es wirklich auch auf der kompletten Fläche geht. Und wenn das wirklich so ist... Na dann, Leute, wisst ihr, wo wir wieder hinziehen mit unserer Base. Weil da oben kann man dann was richtig Geiles machen. So, ich werde jetzt verfolgt, oder? Nee, er dampft schon wieder ab. Supergeil. Boah, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ich fress 50 Besen, wenn ja. Also nein, werde ich nicht tun, aber... Einmal hoch mit uns, bitte. Ich hoffe, die Ausdauer reicht dafür, aber sollte sie eigentlich... Jawohl. Dann schauen wir mal. Genau, ungültige Gebäudeposition. Ich habe es mir doch fast gedacht. Ich kann hier also nicht bauen. Vielleicht ist es ja möglich mit irgendeiner Mod. I don't know. Aber leider, leider geht es nicht. Okay, macht auch nichts. Dann bleiben wir bei unserer ursprünglichen Position. Und ihr seht schon hier, die komplette Fläche kann ich nicht bebauen. Ja, was machen wir denn dann jetzt? Da müssen wir ja theoretisch Level 20 kommen, damit ich mir einen Sattel machen kann. Und dafür nehme ich gerne meinen Sklaven. Und dann gehen wir mal zu dem Dungeon, können uns da auch gleich den Obelisken holen. Denn diese Skelette, die da sind, die sind wirklich richtig gut, um zu leveln auch. Vielleicht schaffen wir es ja dann in relativ kurzer Zeit, Level 20 zu sein. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Und vielleicht nehme ich noch mal ein bisschen Pflanzenfaser mit, dass ich mir ein paar Verbände craften kann. Bitte ohne jetzt angegriffen zu werden.
Lasst mich in Ruhe. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Wie viele haben wir? 75. Das reicht auch erstmal. Dann verkriechen wir uns kurz ins Wasser, weil da geht uns keiner auf den Sack. Und dann craften wir mal. Ja, mach halt alle. Dann bringen wir noch das Zeug in die Kiste, beziehungsweise in den Ofen. Nee, doch nicht in den Ofen. Wir packen es hier rein. Das brauchen wir jetzt alles nicht. Ja, die Verbände reichen auch. Wo bist du denn, mein Gutele? Dann nimm mal du die hier. Und ja, ich habe sowieso da schon welche. Und dann folge mir mal. Unter Kampftechnik machen wir Jagen aggressiv und Wachverhalten auch aggressiv. Das können wir mal auf 20 Meter runterstellen. Cool, er folgt uns. Das heißt, wir düsen los zum Obelisken. Und hoffentlich klappt das auch alles. Sollte aber normalerweise. Bevor ich weitermache, falls ihr es schon gesehen habt, wollte ich euch nur noch mal zeigen, dass ich hier eben auch jetzt Stufe 15 bin. Bisschen weniger sogar als auf dem anderen Server, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Das holen wir jetzt auf jeden Fall nach. So, du kannst doch mal hier mit dem Kudu anfangen. Damit du schon mal ein paar EP kriegst. Ich lasse immer gerne für mich kämpfen. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Wobei, ich kann ihm ja mal helfen. So, und schon ist er aufgestiegen. Sollen wir es mitnehmen? Ich denke schon. Tierhaut ist nie verkehrt. Guterle, dann komm mit. Wir müssen aber da oben den Stein wegmachen, weil früher konnten die Sklaven da nicht durchlaufen. Hier die zwei. Und dann bin ich gespannt, ob wir sterben oder nicht. Na, geht er nicht weg? Oder ist Buggy? Ah ja, er kommt durch. Das ist toll. Ja dann. Rauf auf die Mutti. Na los. So, und ich habe natürlich wieder den hier am Arsch. Aber den kriegen wir locker. Weg. Komm, gut, gut, gut. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, dass er hier nicht verreckt. Wobei, mit dem neuen System sterben sie ja nicht gleich. Super, und er ist aufgestiegen. Ich bin hier ein bisschen in der Bredouille. Eigentlich wollte ich mich um den hier kümmern. Und schon sind wir eine Stufe aufgestiegen. Die hier sind echt geil, die Skeletten. Ich glaube, als nächstes arbeiten wir dann tatsächlich auch an der Ausdauer. Ja, ja, ist ja gut. Beruhig dich. Und er ist schon wieder aufgestiegen. Na komm. Wunderbar. Was habt ihr denn dabei? Das nehmen wir natürlich alles mit. So, und Herr Obermufti hat normalerweise nie was dabei. Oh, doch, hat er schon. Krass, haben sie das geändert? Hallo, wieso kann ich nicht alles plündern? Achso, habe ich schon. Okay. Sehr schön. Wie sieht's denn bei dir aus? Weißt du was? Du kannst doch mal... Benutz mal die und dann tu dich mal heilen. Ich werde das jetzt auch mal machen kurz. Und dann gehen wir runter zu den anderen. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, wir sind jetzt 17. Sehr geil. Na, kümmere dich mal um die. Ich gehe dabei schnell zum Obelisken und hol mir den. Und werde von hinten beschossen. So, den haben wir auch. Perfekto. Wo ist mein Typ eigentlich? Ach so, da bist du. Du solltest doch angreifen. Nein, nein, nein. So haben wir nicht gewettet. Greifst du an oder was? Gut, dann kümmere ich mich um die.
Perfekt, einer ist schon weg. Dann bist du der Nächste. Na, kommst du mir hinterher? Und er struggelt da hinten ein bisschen. Macht aber nichts, wir helfen ihm gleich. Wo war der andere? Hier. Na also, und schon sind wir Stufe 18. Geil. Wisst ihr was? Attribute? Stehvermögen war das, was ich wollte. Ja, was machen wir denn dann jetzt? Ich meine, wir könnten tatsächlich auch noch eine Runde farmen gehen. Oder wir gehen dahinter und klatschen ein paar Steinnasen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Er hat ja eh den Hammer. Dann können wir warten, bis hier der Respawn ist. Dann gehen wir da nochmal hin und dann schaffen wir es vielleicht gleich bis Stufe 20. Vielleicht werde ich das im Zeitraffer einspielen, je nachdem, wie lange ich jetzt dafür brauche, damit wir auch noch Zeit haben für den Part, dass wir dann noch die Zauberei lernen. Yay, wir haben es geschafft. Stufe 20. Gut, dann gehe ich jetzt nach Hause und dann sehen wir uns dort wieder. Ja, für die Werkbank eines Sattlers brauchen wir Leder, Zwirn und geformtes Holz. Das heißt, ja, wir packen jetzt mal alles, was ich hier an Tierhaut habe, rein. So, hier haben wir das schon mal. Das kann auch da rein. Das Horn von mir aus auch. Und dann muss ich mal ganz kurz hier rein. Und ich habe ja gestern noch ein bisschen, genau, Rinde geholt. Das kann auch mit. Zwirn habe ich noch da. Habe ich auch gestern schon gemacht. Play. Und was fehlt uns dann noch? Ah ja, haben wir auch schon. Habe ich auch schon angesetzt. Ja, sehr schön. Das heißt, das passt soweit erstmal. Jetzt müssen wir halt warten, bis das Leder fertig ist. So Leute, es ist jetzt mittlerweile Nacht geworden. Wir haben alle Mats zusammen für die Sattlerwerkbank. Ich habe derzeit hier ein kleines, ja, Ställchen. Gut, als Ställchen würde ich es jetzt nicht bezeichnen, gebaut. Einfach, dass unser Pferd hier sicher verstaut ist. Und wir können jetzt loslegen und hier bei Gefährten die Werkbank eines Sattlers basteln. So, die stellen wir einmal mal so hier in die Ecke. Und was hat jetzt der Sattel nochmal gekostet? 75 Leder, 68 Eisenbarren, 20 Zwirn. Ja, Zwirn haben wir noch genug. Leder ist gerade auch noch in der Mache. Eisenbarren müsste auch passen. Schauen wir mal, ob wir 75 Leder zusammenkriegen. Nein, kriegen wir nicht. Okay, gut Leute, dann heißt es wieder warten. Ich gehe kurz das Leder farmen und wir sehen uns, wenn der Sattel fertig ist. Leute, es ist geschafft. Wir können uns den Sattel herstellen. Let's go, mach diesen blöden Sattel. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch schon wieder ein paar Sachen gemacht und habe hier ein paar Werkbänke reingeklatscht, die wir eben jetzt dann auch bald zu brauchen und noch zwei Kisten dazu. Ja, ich weiß, sieht jetzt nicht schön aus, aber wird hier am Ende dann auch umgestaltet. Ist ja jetzt nur so die kleine Anfangsspace und deswegen sollte das passen. So, und wie schaut's aus hier? Der braucht natürlich auch wieder eine Ewigkeit. So, jetzt ist er aber fertig. Oh mein Gott. Oh, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so dumm sein? Ja, Halleluja. Endlich ist er fertig. Und diesen blöden Nashornsattel können wir wegpacken. Mein Gott. Wisst ihr, wenn man einfach mal genau gucken würde, ne? Aber macht nichts. Wir haben unser Pferdi. Wir können es reiten. Also komm, folgt mir. Und ihn werden wir natürlich auch mitnehmen. Wir düsen jetzt zur Höhle und holen uns die Zauberei. Welchen Sattel habt ihr immer am liebsten benutzt beim Reiten? Ich habe diesen Barbarensattel immer recht gern genommen. Und da gab es noch so einen anderen. Ich habe nur gerade vergessen, wie er heißt. Ich glaube, irgendwas Turanisches war es. Die beiden waren so meine Favorites, weil man mit denen einfach schnell wegreiten konnte. Ich gehe jetzt übrigens nicht durch die namenlose Stadt, sondern extra außenrum, damit uns da keiner anpisst. Aber ja, in die müssen wir dann auch gehen, um die Karte zu lernen. Aber die können wir, glaube ich, eh erst mit Level 60 bauen. Deswegen ist das jetzt auch noch nicht so akut.
weil ich gerade hier lang düse. Da hinten ist ja eine Steinnase, die diese Blutkristalle droppt, was mich dann wieder auf die Golems zurückführt. Und habt ihr die Golems benutzt? Wie findet ihr die Golems? Ich persönlich finde, sie passen mal überhaupt absolut gar nicht ins Spiel. Und keine Ahnung, was Funcom sich dabei gedacht hat. Leute, wir müssen... Doch, hier sind wir schon richtig. Einmal hier runter. Jetzt sind wir zum Glück gleich angekommen für alle die, die diese Höhle noch nicht kennen. Ich zeige sie euch gleich auf der Karte. Aber zuerst einmal absteigen. Pferd, du bleibst hier draußen, aber bitte renn nicht weg. Und wir gehen hier in diese Höhle, die befindet sich dort. Na los, dann kannst du eigentlich hin und angreifen. Mist, jetzt habe ich keine Fackel mitgenommen. Super. Und wieder eine Stufe aufgestiegen. Eigentlich will ich hier bloß durchrushen, aber diese Viecher müssen wir leider aus dem Weg räumen. Dann kommt jetzt Nummer 2. Ha, die geben auch gute EP, ne? Gut, und das müsste eigentlich der letzte sein, wenn ich mich nicht täusche. Nee, es kommt noch einer. Oh Mann. Ups. Geil. Das waren sie. Super. Hat er wirklich gut gemacht. Wir düsen also einfach hier so lang. Und da oben sind wir auch schon am Ziel angekommen. Einmal das Buch hier lesen. Und schon haben wir alles, was wir wissen müssen. So, wo ist denn unser Arcaner Stab hier? Den werden wir benutzen, um hier gleich mal eine Brücke hinzubasteln. Sehr schön. Und dann haben wir ja hier auch die Truhen, die wir plündern können. Hier dahinter ist doch noch irgendwo eine gewesen. Hier ist noch eine. Oh, da ist auch cooles Zeug drin. Das kommt natürlich mit. Und dann waren hier noch zwei. Genau. Und ich glaube, das... Nee, hier ist noch eine. Die nehmen wir kurz zuerst. Die ist auch geil, mit Eisenverstärkung für die Kisten. Und hier haben wir auch einen sternen Streitkolben, sehr cool. Ja Leute, dann gehen wir mal ganz schnell hier wieder raus, stellen unser Pferd wieder auf Folgen und sind somit fertig mit dem Part von heute. Ich bedanke mich natürlich wieder bei euch fürs Zuschauen. Heute haben wir auch wieder einiges geschafft. Wir sind über Level 20. Wir haben die Zauberei erlernt. Wir haben uns einen Sattel gecraftet und wir haben ein Pferd. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare zwei Namensvorschläge für den Kämpfer und das Pferd. Joint gern auch den PvP-Server, wenn ihr wollt. Hierfür bitte in den Discord kommen. Den Link findet ihr in der Infobeschreibung. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!